in der Länderspielpause wollte der FCH natürlich im Spielfluss bleiben. Deswegen gab es ein Testspiel gegen den VfB Stuttgart. Der Erstligist empfing uns in Stuttgart vor rund 1000 Zuschauern. Und der Klassenunterschied zu Anfang nicht zu merken. Auch der erste Abschluss gehörte uns Tomala auf Sesser, der versucht's. Aber der geht knapp drüber. In der Wiederholung sehen wir, das macht Tomala richtig stark, wie er da den Ball weiterleitet auf Sesser. Bloß fehlt's dann im Abschluss ein bisschen am Glück. Danach dann aber auch mal die Stuttgarter. Es ist Koulibaly im 16er, zunächst noch gestört, dann der Abschluss. Der FCH verpasst es, final zu klären, also weiterhin der VfB, aber wieder Vitus Eicher Doppelparade. Und auch in der nächsten Aktion wieder der VfB. Der FCH verpasst es erneut zu klären, Schuss aus der zweiten Reihe. Dieses Mal muss Eicher aber nicht eingreifen. Weiter geht's in der 27. Minute. Erst der Standard von Cesar, zweiter Ball beim FCH, den bringt er rein auf Dennis Tomala, ganz knappe Geschichte. Der geht nur knapp übers Tor, butterweiche Flanke von Kevin Cesar. Danach ging es in die Halbzeit und der Eindruck in den ersten 45 Minuten, der war richtig gut. Doch in Durchgang Nummer 2 kamen die Stuttgarter gefährlicher vors Tor, direkt in der 49. Minute. Und es ist tatsächlich ein Eigentor. Unglückliche Situation von Norman Teuerkauf, der unsere Mannschaft an diesem Tag auch als Kapitän auf den Platz führte. 55. Minute aus der Distanz. Waldemar Anton, was für ein Strich. Nichts zu machen für Vitus Eicher, der trotz der beiden Gegentore einen richtig guten Eindruck machte. Unsere Mannschaft gab sich nicht auf, kam auch hier in der 57. über Rittmüller und dann Köter nochmal zu einer Möglichkeit. So viel passierte danach dann nicht mehr, abgesehen von diesem Freistoß von Keller. Aber auch der geht drüber und so verliert der FCH das Testspiel beim VfB mit 0:2. Ja, erste Halbzeit war noch okay. Man hat schon gesehen, dass der VfB insgesamt im Ballbesitz souveräner agiert hat wie wir. Wir haben zu viele Ballverluste gehabt, trotzdem ein paar gute Möglichkeiten, insbesondere durch Kevin Cesar, der viel Druck über die rechte Seite gemacht hat. Haben aber auch ein, zwei Mal Glück gehabt, da nicht in Rückstand zu geraten. Ärgerlich dann in der zweiten Halbzeit, dass wir dann leider den Ball selber über die Linie drücken, können wir den Ball nicht entsprechend klären. Und auch beim 2-0 sind wir zu passiv gewesen, haben keinen Druck auf den Ball früher gehabt. Ja, und dann haben wir durchgewechselt, dann war der Spielfluss hin, ich denke, auf beiden Seiten. Und haben dann auch nicht mehr die richtig großen Chancen gehabt. Hinten raus noch mal zwei gute Möglichkeiten. Das sind Erkenntnisse, gerade die Spieler, die zuletzt wenig gespielt haben, konnten sie heute noch mal präsentieren. Aber ich denke, man hat trotzdem gesehen, dass natürlich der ein oder andere wichtige Spieler, wenn der nicht auf dem Platz ist, dass natürlich was fehlt.